Nochmal 3-3. Naja. Mir ist egal, wie ihr wollt. Also machen wir jetzt nochmal wirklich ein Try Hard. Oder? Hey, hältst du das aus? Zambi. Ja. Oder wie ist das? Darf ich den Nichtennamen schon wieder sagen? Natürlich ist doch. Okay, Kevin. Ja, du musst aufpassen, ich würde ja nicht angeklagt werden und wenn mein echter Name noch weiß. Really? Das stellst du mir noch in Frage. Also ich hoffe, so gute Kollegen sind wir schon. Yeah. Mal. Nein! Oh, was für Fehler! Tryhard, Junge, du bist tryhard fail. Ich kann nicht tryharden. Wieso nicht? Weil das nicht funktioniert, wenn ich wirklich ranked spiele, dann funktioniert das höchstens. Und auch nur auf höherem Level. Denke ich mir immer nur, es wird doch eh nichts bei denen. Doch, die treffen einfach nicht, aber du kannst da gut ein bisschen hart drauf gehen. Jetzt? Ah. Also komm, zeig mal, was du kannst. Tempo hochhalten und Eigentor. Ah, doch nicht. Wow, was für ein Block, Alter. Wow, Junge. Da musst du schneller sein. Soll nicht schneller sein. Doch, ranked. Was denn, ich, was ich willst komm du? Ich komme auf die nicht. Klar, ich kann da nicht schnell spielen, weil da mache ich erst die Fehler. Wenn du bei denen schnell spielst, oder? Ja. Ja, aber du musst den Ball nur für dich selber schnell kontrollieren. Okay, pass. Perfekt. Schön. Und? Hast du gesehen? Chat, ich habe jetzt schnell da gesehen. Da muss ich. Ah, da muss. Ah, da muss ich hoch. Und da zappeln die Fische im Netz. Genau, raus, komm, schnell den Bus holen, komm. Ja, da muss schneller gehen. Siehst du, in der Zeit kann man sogar in den Bus klauen. Ja, wenn ich gerade spawn, ja. Hau ab hier, der Bus hast du sogar verfehlt, ey. Ja, den anderen aber nicht. Komm, nochmal. Ja, ich wollte ihn zerstören und irgendwie... Rückpass. Drei hart fehlt. Ich könnte ihn gerade aufnehmen, gell? Ha! Weil der kommt nicht mal hier, was machst du? Ey! Ist unglaublich, der Typ. Ich fliege ja hoch zum Verteidigen, nur falls er kommt. Aha. Ich mache halt manchmal schlechte Fehler. Kann ich auch nichts dafür. Oh, verflucht! Mein Fehler. Ja, alles gut, Paul, wir glauben nur an dich. Eigentor? Oder auch nicht. Schade. Ich bin so schlecht, im Eigentor zu schießen. Fuck! Ich bin so schlecht, um den Ball zu passen. Ja. Achtung, Paul. Wo, was? Weil die Gegner da in der Hälfte sind. Nein, echt? Das hätte ich nicht gedacht. Wirklich? Das wäre mir auch nicht aufgefallen. Ich dachte, da wären die Gegner noch nicht, die wären irgendwo außerhalb vom Spielrand oder so. Ach, ich kann das noch nicht so schnell hoch und treffen. Achso, jetzt hätten wir hier einen Sailing Shot gesehen. War Absicht, oder Paul? Das musst du sagen, das war Absicht von dir. Ja, weil ich wollte ja sehen, wenn er reingeht, habe ich nicht und sonst treffe ich ihn hier noch am Rand. Hallo? Was denkst du denn? auf dich ist eben kein Verlass, darum muss man da. Ich weiß. Das war schon immer so. Flip, grüße. Ah, ich hätte ihn schon was geblockt. Das wäre geil gewesen.
gesehen. Okay. So geil wäre das nicht. Ja. Kriegst du den? Ja. Ah, richtig. Ja, richtig, Junge. Wie ist richtig für dich? Gerade dass er gleich ins Tor als geht. Als Pass richtig. Was? Wo bist du denn? Ja, einfach nach vorne. Von Tor, ja, da muss ich noch ein bisschen mehr üben. Da, Mitte vom Tor. Ja, was? Nochmal, okay, ich bin dir nochmal, was? Spielst du mir nochmal, perfekt. Geh vor, ich spiel dir. Dann spiel ich dir nicht. Warte, komm. Komm, da machen die selber. Oh, nein, doch nicht. Achtung. Ja. So halb würde ich schon sagen. Ja. Sorry, mein Fehler. Hätte ich haben. Hätte ich haben können. Wieso soll man da bitte seine Adresse angeben und dann irgendeine Fortsetzung der Adresse, hä? Wo denn? Was soll das denn heißen? Da habe ich nie davon gehört. Du Arzt. Nicht, nix Arzt. So. Ich. Die müssen überall die Adresse angeben, was? Hä? Ich bin Jobsuchender. Du bist Jobsuchender? Ja. Warum bist du Jobsuchender? Wieso nicht? Aber was suchst du? Eine Lehrstelle. Hä? Eine Lehrstelle als? Als Verwaltungstechniker. Höchstwahrscheinlich. Was ist Verwaltungstechniker? Verwaltungstechniker. Was ist ein Techniker? Ein Typ, der Sachen verwaltet. Ja, aber das ist doch kein Job, das mache ich auch zu Hause. Ja, es gibt halt einen Job dafür anscheinend. Ah. Und das kostet 3 Jahre Erfahrung. Ja. 800 im ersten Monat. Ist für euch wahrscheinlich nichts, aber. Also nein, aber. Nein, ist okay, aber ich. Kennst du den Job in der Schweiz? Na, nein. Wie heißt der? Verwaltungsarschloch. Sorry. Also ich kenne das vom Militär. Da kennt man jemand, der eigentlich immer für die Munitionslager und das zuständig ist und so. Der verwaltet so. Ey, der Typ fährt herum, klaut jeden Boost und fährt weg. Was hat der vor da mit dem ganzen Boost? Verstehst du? Der Burn Wall, was hat komm, der jetzt? Komm, der muss rein, was machst du ja, denn? Ja, Paul, was? Oh. Sorry. Ja. Jetzt deiner. Oh fuck. Wir sind ja in der Verlängerung, was für ein Scheiß. Das ist nicht schlimm. Kriegst du den? Hoffentlich kriegst du den nochmal. Alles gut. Okay, ich bin vorne. Pass. Hoch. Ja. Was soll ich hier noch machen? Da geht's sowieso rein. Bleib ich einmal stehen. Junge, warum soll ich da hochspringen und irgendwas machen? Ich bade die ganze Zeit in der Luft. Komm nicht. Okay, fliegen wir. Geh mal einfach runter. Bleib mal stehen. Ich hätte ihn raushauen können. Wenn man kurz springen, dann wäre er nicht mehr im Tor gewesen. Ich habe eine Errungenschaft freigeschalten, weil ich GG geschrieben habe. Echt? Alter, hab ich auch. Also ich hatte vorhin auch eine Errungenschaft, ich wusste nicht woher. Ich habe eine bekommen. Wie hieß die Nummer? Knapp. Oder so ist das nun mal. Nein, irgendwie. War irgendwie 7-1, das habe ich, es lag nicht an dem, ich habe schon höher gewonnen, also ich glaube 20-2 habe ich schon mal gespielt, das ist mein Rekord. Okay, jetzt machen wir wieder nur Kevin darf das Tor schießen. Ja, nein. Nicht? Das wäre aber lustig. Ich brauche nur meine 50 Punkte. Ja, aber das wäre für uns auch eine Herausforderung. Da müssen wir eben auch mal passend lernen. Wir müssen, oder? Wieder Defense müssen wir wieder hinkriegen zu zweit. Also eigentlich ist es eine Zweier-Rotation. Paul? Ja? Zombie? Eigentlich nice. Nö.
Was soll? Nee, nix gut, nix gut, nix gut! Holy Crap! Ja, sorry, das war mein Fehler. Man muss ja auch mal nett sein für die Gegner. Könnt ja. Sich freuen, vielleicht. Eine Chance, ja, eine Chance muss man den lassen. Schön. Nicht abspringen. Voll. Toll. Hätte ich den höher bringen oder wie hätte ich den für dich bringen müssen? Ein bisschen höher, ja. Ganz kleines bisschen höher. Schön. Hat er noch gekriegt? Jetzt? Ah, so. Schön, schön, perfekt. Ich bin wieder nur auf Eigentorkurs. Schön. Was soll? Ja, gut. Nimm mal das Dier der Boostler. Fake, Paul. Ja? Fake, oder? Ja. Wie war das? Was muss ich machen? Nein, nicht bei du. Deinen Kommandos, die du machst, weiß ich nie, was ich machen soll. Als Trainer musst du genau sagen, was hier sah ist und was ich machen soll. Das ist das Einzige, was bei dir noch ein bisschen fehlt, als Trainer. Ja, ich klare trainiere. Anweisungen. Ich bin noch kein Trainer. Doch, du bist mein Trainer. Nein. Ja. Ich weiß, die Bezahlung ist schlecht, aber okay. Du zahlst mir gar nicht. Sorry. Ich kann es mir gerne 5 im Monat geben, das stört mich nicht. Dann trainiere ich die. Ha. Hätten sie nein, so viel Zeit hätte ich nicht für. Das Training, aber ein richtig gutes Training, aber. Soll ich zurückfahren? Nein, die sind zu schlecht. Zambi, Zambi! Kriegst du? ich mach immer die Rolle. Aus Versehen. Guter Schuss. Gut, ihr habt ja nicht gesehen, was ich gemacht habe. Du brauchst nur noch 20 Punkte und dann hast du dein mein Punkt. Tagespensum. Tagespensum. Eigentlich wollte ich mal wieder mal einen geilen Flug sehen von dir. Also wenn ja. Du nicht 3 Haus spielst und wir nicht schauen, dass Zambi das Tor mal, also okay. Wenn ich die Chance krieg, dann mache ich das auch. Danke. Was war das? Hat's bei dir so geklappt? Jo, ich weiß nicht, was das ist, Alter. Ja, Kopfhörer, darum höre ich nicht mal, was ich. Ich habe nur den richtigen Sound gehört. Irgendwie ist über die Luft. Das ist gerade. Warte, mein Handy ist vielleicht explodiert. Ah nein, es hat noch 100%. Handy. Oh! Da ist der Controller. Controller ist explodiert. Nein, aber. Batterie im Controller. Irgendwas. Oh, ja, wie so eine Aludose oder so denn. Wie gell? Alter, wir wurden so fertig gemacht, ey. Ja, ich. Paul, du bist AFK oder so? Ja, das stimmt. Ich bin AFK, da hast du recht. Ich war das gekommen, darum. Also, aufholen. Ja gut, eine Minute, Alter. Was willst du noch mehr? Komm, da haben wir Zeit. Ah. Ja, komm, komm. Alter, wieso geht da keiner ran? Weg hier. Schön. Schön. Ich habe nicht mal gesehen, dass du ein Tor gibst. Ich habe erst schön gerufen, weil das hat so ausgesehen, als du den gut gehabt hättest. Jawohl. Sehr schön. Ich wusste es, dass du ein Tor gibst. Ich flex out, ich wusste es schon. Ich hatte die Kamera echt nicht an. Und ich habe einfach gesehen, du hast den Ball schön getroffen. Du
glaubst halt an mich. Na, ich habe auch gesehen, dass du einen schönen gehabt hast. Ja. Ja. Genau. Das meine ich. Hast du gesehen? Kevin hat jetzt gesehen, wie es geht. Jo. So geht's. Hätte ich auch gerne. Komm, Kevin, zeig, was du kannst. Genau. Ich fahre nach hinten. Gern. Ich auch. War noch auf einem guten Pass. Ja, genau. So was habe ich auch gewartet. So und so rein. Na, oh, er hat den gehalten. Nein, du hast nicht getroffen. Tut mir leid, aber ich hab's gesehen. Double Touch gewesen. Ah. Voll. Was? Sorry, ich hab keinen Boost mehr. Aber ich bin gut. Hinten. Kannst du mal hochspielen? Hallo, einmal hochspielen. Jawohl, und? Ja, das ist nicht so hoch, da kann ich nicht mitmachen. Ober. Kann ich auch nicht so viel untersuchen. Ja, Vorlage, hoch 3. Eigentor, oder was? Autsch, ich wurde gebammt. Gebumpet, gepumpet. Ich wurde aufgeblasen. Voll gepumpt wurde. Ich wurde voll gepumpt, aufgeblasen. Voll, stark. Ah, der geht sogar. Okay, ich dachte, der geht runter. Ja. Ein bisschen stärker. Aber die Chance, dass du das so gemacht hättest, wie ich gedacht habe, ja, nichts gerade da. Ja, aber was hast du gedacht, ich mache? Dass du noch mit voller Kraft den Ball so hoch spielst, dass er genau runter geht. Ach so. In falsche Richtung. Jo. Also ich habe ihn hart gespielt, aber halt nicht ganz so. Schön. Angeber. Ich habe Mindestpunktanzahl nicht. Mhm. Du Pfeife. Geh raus. Gewinn. Was los? Einfach auf den Ball. Drauf. Au. Noch nachträgliches auch. Warst du mal schon nach 11 Stunden so, dass du den Ball gehabt hättest? Ja gut, du hast sowieso am Anfang ja gar nicht auf dem PC gespielt, gell? Du warst ja am Konsolenplayer, gell? Der so, Switch, beste. Setti, du warst Konsolenplayer, ne? Ja. Eben. Rocket League Platz 8 der Welt. Auf der Switch. Ja. No Flex. Jetzt weißt du, mit wem du spielst. Ja, das ist umso peinlicher. Nein, das ist umso lustiger. Gott, auf der Switch spielt niemand Rocket League, tut mir leid. Aber ich muss sagen, du spielst besser als Paul vor ein paar Monaten. Okay. Aber ich habe eine Entschuldigung, ich bin alt. Du bist ein Skandalplayer, das ist die Entschuldigung. Ja, hau ab, mein Boost. Oh, er hat geblockt. Oh, er blockt. Oh, stark. Das sind schon mal ein paar Punkte, das sind schon mal 2 Punkte wert. Yes. Wieso befallen? Wenn du noch richtig geht, kriegst du noch einen Pass. Aber befallen. Ja, stark. Aber Befreiungsschlag wäre doch 20, wenn du wirklich gute Verteidigung hinkriegst. Ja, das ist. Ah, Rocket League auf der Switch ist nur katastrophal, da kannst du lange. Ja, wo. Ey, eigentlich ist es daher umso besser, dass das Setti dann 8er wurde. Es ist krass, weil ich gegen PC-Spieler gespielt habe nur. Ja, aber hey, das geht doch gar nicht. Da hattest du gar nicht. Oh ja, ich konnte nicht nur gegen Switch-Player spielen, die ich jedes Mal besiegen würde. Da hattest du auch PC-Spieler auf der Switch? Auf der Switch? Man kann Cosplayer anmachen. Auf der Switch auch? Ja. Und dann wurdest du 8er weltweit. Ach du Scheiße. 8er weltweit gegen PC-Spieler. Ach du Scheiße. Oh, 8er. Aber eben nur Konsole, also nur auf Switch. Switch-weit. Switchy, Titchy, Nintendo, Collegium. Was machst du drauf?
Und Rückpass, Goal! Oh nein, sorry. Eigentor. Mal nur Party fahren, wir kicken alle weg, ein bisschen Spaß haben. Whee! Komm, 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 pass und Pinch. Ah, der wollte nicht mal einen Pinch mehr machen. Das eigene auf unser Tor, ey, was ist das los? Ah, gut, das sind zwei AI. Stimmt, ja. AI will keinen Pinch machen, so ist es. Ja, wusste ich ja nicht. Ah, da ging der Pinch, ne? Viper. Haha, ausgeplayt, outgeplayt. Oh, wir haben einen Spieler, wir können anfangen zu zocken. Ja. Oh. Schau dir an, schau dir an. Uff. Ich schau da irgendwo in den Himmel. Ich habe da oben mein dritter, vierter Bildschirm. Vier Bildschirm. Ja, ich habe jetzt schon vier Bildschirme. Mit meinen zwei Bildschirmen. Fühl mich da traurig. Schöner Pass. Der hat er nochmal gespielt. Finde ich gut. Ich wusste, dass der Pass von ihm nochmal kommt. Besser Block des Jahrhunderts. Really? Den ein bisschen Stress machen, das tut immer gut. Und? Passt. Nochmal, komm vor! Wir haben null Boost! Ja, da! Ho. Wir haben durchgehend null Boost. Ja, ich bin hinten. Ich bin ja hinten. Kein Problem. Drauf. Na, du musst schon schauen, wann du kannst, wann nicht. Ja. Das ist der Paul. Ja, sorry, gell, ich laber Müll. Ja, genau. Da musst du drauf. Siehst du? Guck. Da ist er weg. Aber wieso muss er drauf, wenn du gerade beim Ball bist? Ja, weil das. Paul? Weil ich sag das schon vorher, weil ich bin Trainer. Wenn ich sag drauf, dann merkt das zu spät und dann habe ich ihn als gepasst, oder? Nachdem ich ihn. Ja, naja. Alles klar. Weg hier. Nein! Du bist so fies, jump doch nicht. Ja, ich bin nicht so fies. Doch, das hätte einen Pinch gegeben mit uns. Zombie. Wollen wir noch ein Eigentor schießen, um mehr Spaß haben. Ja, sowas meine ich, Ena. Jetzt, das ist der erste Schuss, den man heute ein bisschen gebracht hat. Aber da war Zufall. Ja, schlecht. Ja, oh, Zufall. Krass. Hast du gesehen, ja, Flo? Krass. Sowas, wo wir eigentlich sehen. Wenn du angibst, dann sowas. Und sonst lass es. Wenn ich angebe, ist auch schlimmer. Ja, dann gib an. Wenn jetzt meine Taste wieder funktioniert. Ja, dann mach mal. Wenn sonst lass es. Wenn die mich lassen, wenn der Bot dich lässt, der Bot ist schon wieder gegen mich. Ja, hast du das Gefühl, ich lass dich. Wenn dann. Ja, nee. Nein, ich lass es ja auch nicht. Wenn dann, musst du es richtig können. Muss ich dich leider wegrammen? Nein. Nein, er kriegt nicht den Boost. Der Michel, was auch immer. Wenn du mich lassen würdest, einmal flexen. Loser. Was für ein Loser. Schau mal, ich hab ihn oben blockt oder das irgendwas wollen. Nein. Das ist ein Parat, denn. Keine Ahnung, wie du auf die 300 Punkte kommst, aber egal. Keine Ahnung, wie du auf die 300. Ich hab 600 Punkte, was? Ah, shit, mein Eigentor ging nicht. Also komm. Ran an den Speck. Pass mal rüber. Wohin? Wie soll ich rüberpassen, wenn du hinter mir bist? Ich verstehe da nicht, wie soll das gehen, Alter? Ja, aber da kann ich doch keinen Pass machen, das geht da nicht. Einfach zurück, dann geht's schon.
Ja. Dann funktioniert immer alles. Dann sagst du oben, Mitte oder weiß ich was, hinten oder unten, Mitte oder irgendwas, aber nicht rüber. Rückpassele. Na, spiel mal rüber. Ich sehe hinter mir Rückpass. Wie soll ich da was wissen, oh, was machen soll? Zambi, Tom, deiner. Nein. Also am Schluss kannst du nicht mehr drauf haben, wenn du vorne bist, sowieso ja. Nicht mehr. Den kannst du sowieso alle. Nein, jetzt geht er essen. Nein, ich muss das Formular fertig ausfüllen. Achso, das ist schon wieder zu langweilig mit uns zu spielen. Ja, sicher doch. Ich bin später vielleicht noch da, wenn ihr noch könnt. Okay, nochmal raus. Ciao. Tschüss. Muss schon schnell rauskommen. Mhm. Also ich bin jetzt enttäuscht. So schöne Schüsse haben wir gar nicht gesehen. Ach. Geht's da. Ich bin extra noch geflogen, aber den habe ich gedacht, der kommt noch höher. Aber und dann haben wir es versaut. Oh. Ja, die holen wir schon locker. Da müssen wir einfach ein bisschen Tempo anlegen, das Spiel, und dann geht er. So, Vorlage ist da. Nein. Jetzt aber. Ja, sobald du eigentlich das anderes Niveau und da gleich wie alle gewöhnt sind, normalerweise eben da. Weiß nicht, ob du so ranked spielst. Nein. Dann ist Tempo einfach komplett anders, oder? Weil dann hast du gute Spiele, also gut, am Anfang zwar nicht, aber. Gut, ich bin auch schlecht. Ah, gibt's ja nicht, sorry. Sag, wenn. Schon gut. Nein, das, ich muss schauen, wenn die Augen auffahren. Ja, gut. Mach den, Mann! Oh, ich denke, der ist wieder anders gekommen. Oh. Alter, wer juckt der auf mich? Da, so, machen wir halt nochmal einen eigenen Goal, wenn der so kommt. So, der hat ich. Nein, nein. Ich hab blockt, ich hab einen eigenen Goal gemacht. Ja, und jetzt geht auch wieder drei Schüsse. Ich habe mich nicht können. Oder vielleicht kann ich mich auch nicht entscheiden, soll man zu gewinnen, soll man. Oh ja, ich würde sagen, wir machen einen Goal. Sorry. Nein. Nein. Nö. Die sind so schlecht! Oh mein Gott, die waren nicht so belli, ne? Das ist ja nicht normal. Ich meine, der ist jetzt geradeaus ein Goal gewesen, eigentlich. Ne? Ja. Nur man hat selber einen. Also, das ist peinlich. Sorry. Ja. Aber die gemacht, die ist echt schlimm. Das ist so.
Und Pass. Nein! Ach so, also schon fast gut. Ja, der wäre schön gewesen. Jetzt noch. Na, schon gut. Normaler, also du wärst normalerweise nicht dort. Normalerweise wärst du dann jetzt schon mit dem Goal hin. Aber du wärst auch nicht vorne, dort wo du das Goal hättest können machen. Also dort wo ich. Ah, oh, fuck, ich bin im Murcho. Also da wo ich gesagt habe, oder? Dort hättest du es können machen. Da wäre wirklich nur, wenn man voll auf aggressiv spielen würde. Ja. Wenn wir voll am Gewinnen sind oder wenn wir unbedingt noch Goal haben, dann wärst du auch noch dort vorne gewesen. Sonst wärst du gar nicht mehr vorne gewesen. Okay. Ah. Weil dann ist im Ding so. In der Rotation so, dass immer einer hinten ist. Ah nein, ich bin jetzt da hinten. Das war der, der so über Führer geht. Und erst wenn ich sehe, es kommt über Reto, die haben die Option. Jetzt gar nicht mit. Er kommt jetzt gar nicht an, so dafür. Jawohl. Oh Scheiße! Oh, so knapp, aber der Pass ist so geil gewesen. Ah, da tut mir echt leid. Der Pass ist so geil gewesen. Nicht schlecht. War schon gut. Aber das Tempo ist zu langsam für den. Kann ich mich kaum daran gewöhnen. Ja, weil ich in der Luft nicht schlecht. Holen. Nicht schlecht. Glück, der hat noch Glück. Jetzt? Oh. Also der hat auch keine Ahnung, ich jump darauf mal nicht wandern. Warten. Schade. Steht perfekt. Oh. Fast. Ich weiß ja nicht, wie die Pass spielen, aber. Hey. Leider muss. Ah, ich immer noch. Rostgoal. Ja. Das ist eben genau die Sache wieder, die mich aufregt, oder? Ja. Das schaffst du nicht. Also mit einem Pinch, warte, wenn wir beide vorne sind, nein, immer zwei. Fahr drauf, egal wenn ihr auch drauf fahrt, go. Okay. Aber mit die voll auf, Pinch! Ah, schade. Wenn jetzt nämlich voll in die Luft wäre, hätte ich noch nachfahren, oder? Mhm. Und je nachdem, wenn man Glück hätte, wäre er rein. Oder wenn sie gar nicht anders sind, der Pinch geht direkt wieder rein, dann wäre auch gut gewesen. Sobald er dann bei der Luft ist, oder? Hast du so lange Spiel wie du willst. Profis halten den Ball noch 5 Minuten länger, aber so in der Luft. Hin und her, rauf, runter und er fährt den Boden nach Lumen an. Ja. Ah. Ja, hast du noch etwas anderes willst du spielen, oder? Ist mir egal. Sonst irgendein Vorschlag? Oder für was hast du mit du hast ja geschrieben? Hast du endlich mal Zeit? Für was Zeit? Nein, ja. Nein, ja, weil du hast ja geschrieben gehabt. Ja, wir müssen wir mal wieder spielen, ja? Ja. Dann habe ich gefragt, ob du Zeit hast, ja? Ja, ich bin ja viel im Stream, musst du mal schauen. Ja. Eben, wahrscheinlich immer mit mir spielen. Ich bin ja mit dem Stefan oder meistens also ist gut, oder besser, aber wenn ich oder ist auch gut, wenn man beim Stream. Also. Alter, aber klaut mal, ich habe die perfekte Aufnahme. Komm gerade auf den Ball, oder? Deutsch mir auf, ja. Sport. Ja, zu wenig Boost gehabt. Ja, ja. Oder da bist du auch riskant gewesen, oder? Du weißt nicht, wie ja, bist schon schräg, drin. Ja.
Aber der nervt so. Er nervt so. Ich habe gesehen, dass ich gerade auf den Ball komme. Weißt du? Ganz genau hat er gesehen, dass ich gerade auf den Ball komme. Da, ein Pisser. Weil schau mal den Winkel an und alles. Und jetzt hat er noch einen guten Schuss. Lass mich vorne. Hätte ich das schon mal gemacht. Hätte ihn aufgenommen, schön angefahren wäre. Mhm. Schau mal, schau mal. Ja, lass einfach. Ah. Ich geh. Ah, sorry. Schon gut. Mal den Boost. Schön. Ja, gewiss, er spielt nur Kuckus. Er denkt, es gibt noch einen Pass für dich. Ja. Ja, du hast deine Punkte schon, aber gleich. Ja, ja. Ich hab's zum Glück. Jetzt kann ich schön entspannt spielen. Alles klar. Ah, der Stefan ist wahrscheinlich auch am Essen. Aber ja, schon geil. Und du musst meistens, musst auch wirklich an und stressen. Okay. Also wenn du auch nicht ankommst, dann fährst du an und drehst auf deine Runde. Weil du musst aber merken, ah, du drehst auf deine Runde, um wieder zu blocken. Und da hätte ich auch schon an können, die Katze. Also, das ist mein Fehler. Das ist nicht so ein harter Pinch übers Gut. Jetzt nachfliegen, hoch, rauf, rauf. Bam, vorbei muss man den haben. Und rein. Ja. Ah, nein. Falsch drauf. Jetzt nochmal. Schon wieder falsch. Aber nochmal rein. Ich tue dich hinten schon. Oh. Einfach rein. Du musst jetzt immer auf den Ball, dass du möglichst viel Übung überkommst. Nicht rumfahren, sondern immer probieren auf den Ball. Und dann weisst du ja, wenn und wo der Ball reinkommt. Okay. Und weißt du, dann kannst du nehmen. Da. Unten nehmen. Weil er fliegt nicht rauf. Das habe ich gesehen. Und jetzt rein. Ah, schau, er kommt fast. Boost. Aber ich habe den Boost nicht gehabt. Einfach anfahren. Und einfach, wenn du den letzten Goal bist, musst du einfach an, damit die so hohe Bälle genau am Schluss noch an. Ja, ah. Ja, dann ist perfekt. Ja, ja, der hat es gut gemacht. Das ist auch der Stefan. Ah, du bist gar nicht du im Goal, sorry. Er hat mich raus, schon lange. Das ist dein Fehler. Das ist nicht dein Fehler. Ich meine, du bist im Goal. Ne. Da macht der Stefan, also von mir aus gesehen, macht der Stefan da auch noch zu lang. Er wartet zu lange im Goal. Von mir aus gesehen müsste er einfach los. Aber ja, jeder hat seine Defense-Verteidigung. Siehst du, wenn so ein bisschen hey. Aus. Das ist heikel. Ja, ist heikel. Ich habe meine. Jeder Ball, den du triffst, ist heikel. An dem Rank kannst du sowas gar nicht bringen. Schön. Der hat es keine Chance gehabt. Sie haben beide schon in der Luft gesehen, der hat unten keine Ahnung. Der ist unten dran und dem Goal. Der Tobi in Ecke, kommst du nicht, bin noch so schnell gekommen. Und wenn ich fast kick aus, könnte ich jetzt eigentlich üben. Weil. Also. Weil jetzt haben wir so voraus. Ja, cool. But Jesus Gott. Oh, das ist gut. Mein Fehler war, dass ich dir so noch geflogen habe. Eigentlich macht man auch nicht. Was ist deine? Jetzt. Ablenken ist gut. Hast du auch nicht. Jetzt kommt doch ein paar. Ja. Ja, jetzt hast du ein bisschen riskant spielen, oder? Jetzt sind wir am Gewinnen eigentlich. Ah ja, chill, so gut. So langsam. Oh. Ah, verdammt, kein Bus mehr. Wieso? Chillst du? Bist du da? Nein. Warum bist du nicht mehr da? Also, ich spiele nicht mehr da. Aha. Wegen?
Abkackt? Ja, ich abkackt. Ah jo? Sami hat das Team verlassen. Aber du stehst noch so schräg da, so cool, als wäre so ein cooler Move. Also. Sami die Verbindung verloren. Okay, was ist los? Kein Plan. Probierst neu verbinden? Das ganze Spiel hat sich aufgehangen. Okay, schau schon auf neu. Ja, aus dem Manager. No, no, Sati! Das Botli hat versagt. Der heißt aber Salati. Salat. Der Salat hat sich aufgehängt. Ja, hat nichts gemacht. Der Salati ist nur nicht oben. Nicht so sehr. Das ist nur ein Goalschießer. Das ist ja richtig stressig. Ah, jetzt ist 3-3. Ist noch da. Ist du kannst noch nachjoinen. Du kannst privates Spiel. Oh, oh. Sieht nicht so aus, ne? Ne. Privates Spiel noch erst beitreten. Also privates Spiel und dann beitreten. Such mal irgendwo auf der Seite. Ja, jetzt trete ich irgendwo bei. Ja, das sieht nicht mehr schlecht aus. Ah ja. Ah, du bist sogar noch. Ah, du hast deine Punkte noch, das ist ja gut. Oder nicht? Nein, jetzt hat es mich gerade abgelenkt. Punkt da? Ah ja, Punkt hast. Und dann, ah, scheiße, der spielt ihn genau hoch. Oh Mann. Hat sich fast gelohnt. Ja. Drei. Weißt du was? Nein. Schau mal schnell in den Stream. Wir gehen schnell raus. Okay. Dann schau mal schnell in den Stream an, oder? Weißt du mal, wenn du noch nicht siehst? Gesehen, ja. Okay. Du hast ein freies Spiel, das kannst du trainieren. Benutze definierte Trainings und auch die Standard-Trainings. Also wenn ich dir mal empfehle, mach einfach mal alle Tutorial-Trainings. Einmal in normal. Mhm. Anfänger. Durch, komplett. Und dann machst du es gleich danach im fortgeschrittenen Modus, im Profi-Modus. Und wenn du wirklich das Gefühl hast, ja, du hast eigentlich alle im Profi-Modus so okay angebracht, dann fängst du an im All-Star. Ist egal, wenn du es nicht hast, aber dann weißt du, wie viele bekommen. Und dann fängst du einfach an im All-Star und da vom letzten. Da. Dass da die Bälle in der Luft. Aha, ja. Das vom Sprung. Also weißt du, es geht, ich bringe ja nicht jeden komplett da im All-Star rein. Mhm. So, jetzt der ist rein. Aber dass du lernst, Doppelsprung und der Fast. Also dann mit dem 3 und alles, da musst du noch probieren. Ich probiere es jetzt auch. Ja. So, das ist so der Hinterste oder mit dem Dreieck und so kannst du steuern. Also es kommt ja hauptsächlich mit dem Dreieck, kannst später. Ah, oh, scheiße. Dass du eben genau so etwas ja nicht passiert, oder? Mhm. Die Hinterste Rolle, oder? Mhm. Und dann kannst du auch. Also ganz spät, oder kannst du 3 oder das. Rückwärts und so, der Ball trisch ist richtig cool, damit die anderen nicht genau wissen, wo er kommt. Da machen die Profis ja, oder? Ja. Und da schnell laufen gehen, das ist wirklich auch wichtig. Oder dass jedes Mal auf den Ball trisch oder dass schnell laufen. Gerade schnell laufen. Und wenn ich jetzt, also vor allem der Stefan hat mir noch gesagt, ich muss nicht, wenn ich meistens mache, ich gebe voll Gas vor Führen. Voll hoch und da oben, ganz oben in der Luft probiere ich noch an. Ich muss eigentlich nur, oder du musst eigentlich nur locker, du kannst ja da rum balancieren und dann den Ball treffen, richtig. Ja. So. Auf dann. Was ist los? Ich zeig dir mal genau alles, was falsch ist.
Ah. Alter. Den versuche ich zu viel. Jedes Mal, wenn ich es zeige, den versuche ich zu viel. Da bist du locker, da bist du locker in der Höhe vom Ball gesehen, aber da ist auch viel mehr. Ah, oh, fuck. Es regt mich auf. Da. Also da bist du locker schon in der Höhe vom Ball. Da musst du gar nicht sein. Du kannst auch. Da unten ein bisschen umhinten, umtölpeln. Also. Ja. Es geht ja darum, dass du. Den Ball noch nicht triffst, also. Und? Was ich dir vielleicht auch empfehle, das ist noch ein gutes Training, aber was ich mache, ist kamerawechsellos trainieren. Mhm. Und du merkst schon schnell, wenn du jetzt nie auf der Ballkamera hebst, dann ist es ein ganz anderes Gefühl, wie wenn du den Ball, also die Kamera immer auf den Ball hast. Also sobald du eigentlich in der Luft bist, wechselst du weg von der Ballkamera. Also hast du jetzt gesehen, jetzt, wenn ich die Kamera auf den Ball habe, dann muss ich wirklich, ja, ich kann es jetzt halt schon zu gut. Aber dann merkst du einfach, dass es ganz anders ist, wie wenn du, also ich mache am Anfang auf die Ballkamera, weil du fährst ja eigentlich rum und dann schaust du immer auf den Ball, oder? Also bist immer ja. im Ballmodus drin, du schaust, wo er ist. Und erst wenn du eigentlich zurückfährst, dann stellst du aus und schaust, ob deine Mates gerade hinter dir stehen, dass du eigentlich nicht in die Diäne fährst. Ja. Und dann stelle ich eigentlich am Anfang die Kamera ein extra. Den Ball, dann wechsle ich. Hast du den Wechsel gesehen? Also da, das ist auf die Kamera, also das ist auf den Ball, das ist auf. Also, es gibt, ich weiß nicht, es gibt Profis, die machen nur immer mit der Ballkamera. Es gibt solche, die wechseln ganz kurz, bevor es den Ball wirklich treffen. Das habe ich auch schon gesehen. Und dann noch, ich weiß es nicht genau, wie sie noch machen. Da muss ich mal noch schauen. Nachdem sie den Ball getroffen haben, dort geht es ja hauptsächlich darum, wenn sie einen Double Touch machen an der Wand, oben da, da ja. Oben an der Wand. Wir sind dann wieder drin. Und süß, also die einen, die wollen auch noch nur ein freies Spiel. Die wollen hauptsächlich. Ja, keine Ahnung. Was trainiert man im freien Spiel? Ja, wirklich da, was wollen, oder? Ja. Nein, also der Boost. Nein. Es geht hauptsächlich darum, wenn du Führer fährst. Dann hast du den Boost, kannst du auch die Ballkamera haben. Du kannst ja hier voll boosten. Also ich booste auch zurück, wenn ich die Ballkamera habe. Es geht halt selber drum. Wenn ich zurückfahre und der Wagen auch retour fährt, dann möchte ich schauen, ob da ein Mate rum ist und nicht jetzt noch die Kamera habe. Wenn ich so retour fahre und da vorne ein Mate ist. Ja, klar kann man im freien Spiel als Boost-Controller. Warum Boost-Controller? Boost-Controller lernt man mit den anderen Trainings. Also allein die Boost-Controller würde ich nicht unbedingt lernen. Also. Ich meine, solche Sachen. Ich meine, am Anfang habe ich auch keine Ahnung gehabt. Oder solche Dreher und weiß ich was. Und dann immer noch in der Luft bleiben. Ich habe dann angefangen, solche Späße zu machen, damit ich die Boost-Kontrolle nutze und die Springs, damit ich immer noch in der Luft bleibe. Das ist halt schwer, die Drehung und die Rolle gleichzeitig zu machen, aber das sind halt wirklich dann für die speziellen Tricks, die man am Schluss machen will, wenn man eben den Ball hochjongliert hat und von der Wand nochmal irgendwie einen Ball so richtig haben, oder es gibt ja die kommen und so den Ball noch irgendwie reinschießen, also die, wie sagt man den schon da? Nein, nicht unbegrenzt, also unbegrenzt, schau mal, wenn ich hier hochfliege, habe ich, also
Es geht, es ist ja so, der Double Jump hat man. Zwei Sekunden, glaube ich, kann man den noch ausführen. Und wenn man die Wand hochfliegt und hier durchboostet, hat man den Doppeljump, also den zweiten, wie soll ich sagen, ja, also oder du, der Trick ist eigentlich der da. Wenn ich jetzt hier hochfliege, irgendwie. Ah, scheiße. Also wenn man hier hochfliegt. Da nochmal. Und ich jetzt hier in der Luft bin die ganze Zeit. Ich kann hier nochmal ein einziger Sprung mit dem Doppelsprung verwenden. Also irgendwann. Also wenn ich auch hier irgendwie hochfliege und irgendwann runterkomme, auch da hinten. Da kann ich den Dreh nochmal machen, auch wenn die 1,1 Sekunden schon lange um sind. Aber das ist wirklich nur für die Profis, oder? Weil der Doppeljump oder eigentlich der normale Jump erst dann aktiviert wurde, nachdem man hier abgesprungen ist. Und wenn man hier hochspringt, da kann man nur jetzt normal mal in den 1,1 Sekunden. Wenn man ihn aber später macht, da passiert gar nichts mehr. Also da passiert die Rolle noch. Und wenn man ihn länger macht. Ah, scheiße. So lang. Genau, jetzt geht's noch. Und jetzt passiert gar nichts mehr. Jetzt drehe ich nur noch. Also wenn ich zu lang in der Luft bin. Ja. Ich kann es einfach schon. 1,5, ah, sogar 1,5. Ja, ich meine nur 1, oder 1, echt 1,5. Okay. Ich weiß auch die Zeit nicht mehr. Ich habe es einfach schon. Also 1,5. Und wenn jetzt noch irgendwas machen ist, passiert gar nichts, oder? Also willst du hochfliegen? Jetzt noch eine Rolle vorwärts, also Doppelsprung, passiert nichts. Oder? 1,5? 1, 2 und nichts mehr. Also ich probiere nochmal Vorwärtsrolle. Ja. Vorwärtsrolle. Oh, nichts mehr. 1,5 Sekunden vorbei. 1,5 Sekunden, ja. 1,5 Sekunden. Jetzt wirklich nochmal länger, oder? Oh. Oh, das Auto macht nur noch. Up. Und das passiert gar nichts mehr. Aber wenn du dann wirklich eben irgendwo hochfährst. Ah, jetzt habe ich nicht schön zeigen können, sorry. Also nochmal hoch. Und dann kommt die Rolle auch noch irgendwann später. Oder eben vielleicht aus dem Tor raus. Und dann fliegen die ja nach vorne, ne? Jonglieren den Ball nicht nach vorne. Auf nach vorne machen die hier, bam, noch so ein Dreh. Und das kommt genau nach wegen dem. Weil die Profis gehen rauf. Nehmen den Sprung eilig mit, jonglieren den Ball hoch, drehen so rundum, dass sie ihn wirklich jonglieren können und bam, hauen den Ball rein. Ja, klar. Oder bin auch hier, Wand hoch. Drehung. Bam, irgendwie auf die Seite, keine Ahnung. Oder irgendwie, wenn sie einen Ball auch noch mitnehmen, wozu, da wird also der Sprung eilig gemacht, da können sie nicht mehr. Aber eben viele sieht man, die einfach hochgehen, aber eben von der Wand. Wo hier nochmal abspringen von der Decke, um den Doppelflick, oder wie kann ich, kenne die englischen Worte nicht. Guten Abend. Guten Abend. CLG, ja, da kommt er endlich, der uns das erklärt, gell? Kannst du die englischen Begriffe? Für Rocket League, ja. Okay, ja, ich spiele nur, ich kenne die englischen Begriffe einfach nicht. Wie heißt es? Hast du eine Ahnung, wie man den Flip Reset macht? Also, wie man nachher ins Tor befördern kann? Hast du da irgendwie einen Plan? Also, wenn man aufnimmt und dann. Wenn du den Böller nachher drehst, wenn du das Fahrzeug, die Unterseite vom Fahrzeug mit dem Böller berührst,
Ja. Dann hast du ja nachher den zusätzlichen Sprung zu zeigen. Also wenn du am Boden bist, oder? Nein. Ja, aber genau, aber der Flip Reset, den machen sie eben auch so. Die gehen rauf, kommen von oben und können auch eine D machen. Also, wie meinst du? Nein, das, was du machst, das ist ein Ceiling Shot, das ist ganz was anderes. Das ist ein einfacher Schuss. Ja. Nein, wenn du den Böller von der Wand aus rufst und dann lässt du dann unter dem Fahrzeug, lässt du noch den Böller nachher aufheben und springst runter. Hast einen zusätzlichen Sprung, musst aber noch den frühzeitig wieder einsetzen und beförderst das direkt ins Goal. Ich habe es nachher nur auf den Böller noch aufzunehmen, aber das Goal nachher noch weiter zu treffen, da habe ich noch Probleme. Keine Ahnung, du müsstest mal mit dem Seti reden. Er ist der Profi, er war schon Grand Champ auch gewesen, mein Kollege, wo recht viel mit mir spielt. Komm einfach wieder mal ins Discord rein, wenn er auch da ist. Okay. Ich bin mal kurz weg, willst du mitspielen? Nein, ich bin jetzt gerade noch am Trainieren und ich muss etwas eh noch machen. Aber ich kann nur fragen, weil wie du es mir nachher wolltest erklären, wie er gesagt hat, komm, lass uns lieber schnurren, wir reden, dann ist es besser. ich schaue nachher nochmal, vielleicht kann ich es da mal erklären. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht, ich habe es nicht gerade im Kopf, wenn ich es doch gut kann erklären. Ja, das ist gut. Ich muss schon weg, ich komme gerade wieder. Ja, da. Okay. Also ich glaube, das 1,1 habe ich nur im Kopf, weil eben die 1,5 hast minus 0,1 Sekunden. Ich glaube, es sind eben 1,49 oder irgendwie so. Aber ich glaube, die offiziellen haben wir eben noch nie bekommen, die offiziellen Daten. Also ich habe es gehört mit 1,5, aber ja, ich kann verlieren. Also. Ja, logisch, das sind die bekannten Daten, glaube ich. Oder es gibt ja da sowieso bei diesen Daten Gerüchte. Also ja, keine Ahnung, du müsstest wirklich den Programmcode sehen, dass du das genau kannst sagen. Würde ich jetzt sagen. Ja, keine Ahnung. Kevin? Wach? Ja, nein. Er ist einfach ruhig, er lässt doch nur zu. der Luki ist im Training mit seinen Kollegen, hat seinen mit seinem Clown X. Neolixi. Nein, ich spiele jetzt gerade nicht, ich habe gar keine Zeit dafür. Ach, komm jetzt. Nein, ich habe nicht gerade für diese gesagt. Ich habe jetzt nur wissen, ob der Trick geht. Dann hätte ich nachher vielleicht nach einer Stunde wieder etwas gemacht, aber jetzt nicht. Also, sag mir nochmal schnell. Ich schaue mal schnell ein Film. Ich hätte sicher gerade einen Film, den ich da geben kann.
Ein guter. Sag nur mal genau, was du willst wissen. Hä? Was? Die genaue Sprungbezeichnung. Flip Reset. Also, warte schnell. Ich hatte einen guten Film. Oh. Und zwar. Oh. Ja, kannst du nachher davon was ja super, macht bringt mir auch nichts. Nein, nein, ich gebe dir den. Ich gebe das ist der vom Flamp. Er macht ja hauptsächlich Freestyle. Also, probier. Ich weiß nicht, wie gut das erklärt. Ich habe jetzt nur den gesucht. Ich schicke dir noch direkt, ganz schnell. Nein, nein, schon gut, ich bin auf dem Aha, okay. Ja, ich kann dir noch da schicken. So. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie gut das erklärt, aber seine Sachen sind halt einfach, wie soll ich sagen, wirklich auf dem Niveau, wo man es brauchen kann. Weißt du, was ich meine? Also ich weiß nicht, wie gut dass das mündlich erklären kann. Da habe ich kein Problem. Das Problem ist einfach, wo genau drückt er die Knöpfe. Weil jeder Mensch hat andere Knöpfe, also zum Druck. Ich zum Beispiel nutze eigentlich nur Luftrolle rechts, die anderen nutzen beides. Ja. Also was ich einfach sehe, was wahrscheinlich schwer ist zu erkennen, ist, dass er genau einen Sprung macht von der Wand ab. Und nach 1,5 Sekunden 2 macht und das Rest ist nur noch trägt oder rollen. Also, er geht rauf, macht einen Sprung von der Wand ab und der Rest ist noch nur noch 1,5 Sekunden und rollen. Weil durch die Rolle kriegst du einen rechten, wie soll ich sagen, von der Hitbox her. Kriegst du dort noch recht etwas auf den Ball. Und das Heftigste ist natürlich diagonale Drehung, aber das bringt nichts beim Flip-Reset. Also schon auch, und darauf an, wie du landest, aber... Dann, ja, das Problem ist, dann ist es kein schöner... Das Problem ist, bei der Hitbox, er fährt direkt dazu. Ich bin so einer, der hat er, wie heisst er, so geschmeidig am Böllen entlang gefangen. Und danach hat er gar keine Hitbox mehr. Ich kann einfach nur den... Ja, aber ich glaube, das Zepp ist wegen der Geschwindigkeit nachher. Ich glaube, wenn du schneller machst, ist es noch wieder ganz anders. Weil dann musst du noch eine Rolle machen, dass du noch ankommst, wenn du so schnell unterwegs bist. Weil all die Profis sind so schnell unterwegs, dass die Hitbox noch musst du einsetzen. Also, ich weiß es nicht. Ich bin nicht Grand Champ, ich kann es auch nicht sagen. Nein, ich bin nur Platin 3 oder Diamantspielerei. Mehr kann ich nicht sagen. Bis jetzt. Und weil ab Diamant brauchst du solche Sprünge, weil sonst. Also Fliegen kannst du, Taktik brauchst, ist auch nötig. Aber wenn du auch solche Sprünge hast, dann hast du nachher, dann bist du sicher in Diamant 2 oder 3 sogar. Aber bei mir wackelt es noch. Ja, kommt darauf an, wenn du Solo spielst. Ja, wenn du sag mal, ein Team hast, wo die Rotation passt, dann musst du überhaupt keine krasse Sprünge haben. Dann musst du aber jeden Ball wirklich treffen und die Konsistenz mal so groß sehen, dass es einfach kein Problem ist. Also ich habe schon Leute gesehen, die haben gar nicht können, die sind locker auch Champs und haben gar nichts können. Also das ist unterschiedlich. Die können kein Freestyle, nichts, aber die haben einfach ihre Übung. Weißt du, die sind im Team so lange unterwegs, spielen die im Team so gut, dass sie genau wissen, wo der Mate ist. Die wissen genau, dass der wirklich den Ball so trifft. Wenn du von Anfang an Rank gespielt hast. Nur mit einem Team. Wenn du mit mehreren Teams spielst, hast du schon wieder Probleme, wenn du mit einem Team spielst. Ja, ich habe eigentlich keine feste Team, wenn ich ehrlich bin. Ich spiele eigentlich nur mit Kollegen, die ich jetzt gerade kenne. Ja, ich eigentlich auch. Also. Und vor allem habe ich ja nie einen Ranked Kurs gespielt, oder? Ich kann meistens einfach normal spielen. Ich spiele das Spiel seit 2019 im August, also ich bin auch noch frisch, ne? Ja gut, also wir haben ja Fang. Der Kevin, der sich 11 Stunden spielt. 11 Stunden, ja. Dann ist das etwas anderes. Ja, spielt er jetzt wegen dir oder wegen sich selber? Er spielt. Nicht wegen mir selber. Ja.
Gute Lacker. Und wir müssen dann einen Goal schießen. Also, Giovanni, oder wie heißt der? So, der heißt Giovanni, oder? Nein. Nicht ganz. Goven, Alter, nein, Französisch. Das ist einfach der Giovanni. Sagen wir mal einfach Giovanni. Okay. Das ist einfach der Giovanni. Giovanni! Alter, ich schlafe wieder. Ja. Ah, ja, schon gut. Ich habe es auch versaut. Die haben ihn mehr wegkicken. Ah, nein, das hätte ich gar nicht gebraucht. Anders hätte ich noch. Was? What you camping all time, dude? Also warum regen sich die aus dem anderen Time auf? Ah, die regen sich vielleicht auf unseren Kollegen auf. Ah, der wo immer im Goal ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ist der bei uns immer im Tor? Was wird? Da bin ich ein Teammates. Und dann hast du es halt einfach, dass er heute die Leute am Tor sitzt. Ich kann sehen, dass der andere im Goal ist. Ah ja, der andere ist immer im Goal, ja. Passt ja. Ja. Oh. Das ist jetzt eine so schlechte Leistung. Ja. Wieder nicht mit dem Goal. Der Giovanni. Ja, der kann man schlechte Tage. Ist, wenn man schwanger ist, geht viel, oder? Vielleicht ist er schwanger. Fast. So. Du merkst genau noch, wer eigentlich die Schuld ist. Ja, der Giovanni ist echt über dem Goal. Schon ist ein bisschen immer im Goal. Ja, ist immer dahin. Geil, Dick. Und der hält nicht mal alle. Vielleicht ist er darum dahin, dass er es lernt. Ja, was immer, ja. Neolixi, woher kommst du? Aus Zürich. Zürich fressen. Ja. Ja, ich bin mit Dialekt überhaupt nicht bewandert. Ist... Ja, wir haben heute schon Basler gehabt, im Chat. Was haben wir schon gehabt? Die anderen regen sich über den so Teamkollegen auf. Ist mir wurscht. Ja, eigentlich bin ich gerade in Zürich, bin eigentlich nur, aber ich wohne eigentlich in Zürich. Okay. Aber ich habe eigentlich das Dialekt davon nicht, daher. Hoppa. So was wollen wir sehen, genau! Wahnsinn! Wow! Wow! Alter, das Ding hat sowas von geklatscht. Not deserved, ja. Alter, wie könnt ihr das so schnell schreiben? Die da alles in Fisch-Ding? Leute. In Fasche. Du hast auch die Tastatur von dich. Ja, ja, aber die müssen da ja in Ding geleitet in... Verdammt. So in Rage, das ist schnell geschrieben. Ja, du kannst... Aha. Du kannst ja ein Team. Ja, ich kann es auch festlegen. Festlegen, oder? Die müssen ja da alles festgleiten. Oh, shit. Nicht schlecht. Die haben genau gewusst, was wir killen. Der Profi. Ich bin so arrogant. Oh. Go, Giovanni, go! Alter, wir schauen an, Mann. Der bringt ihn genau wieder vor das Goal. Klugheben langt. Igo, Giovanni ist im Goal und du kannst dann einfach nachkommen, was du willst. Ich hol den Boost, ja. Den Boost, kannst du den Boost holen? Boost, den Boost holen. Ist gut, los, mach ihn! Nein, das war nicht gerade gewesen, sorry.
Und schau, der Giovanni hätte wieder nicht. Ey, ist so schlecht! Der Giovanni ist so schlecht! Es ist so schlecht! Schade, schade. Always in the good. Der Giovanni ist schon durch. Nothing. Oh shit. So schnell bin ich auch nicht im Gutschreiben. Ja, in the coal. Coal. Coal geschrieben. Coal. Ja, es ist ein Kohlenniveau. Es ist nicht Holzniveau, es ist Kohlenniveau. Ja. Oh Mann. Ja, ja. Suchen wir das neue Spiel. Ja. Paul, kann ich dir einen guten Tipp geben? Ich habe jetzt mal kurz den Livestream angeschaut. Ja, den kannst du. Und dann habe ich gesehen, dass du noch den permanenten Boost nutzt, auch wenn du gerade rausfährst. Wenn ich gerade rausfahre? Ja, oder wenn du auch springst, weil... Wie heisst es? Du hast immer so zwei Arten von Boost. Der eine ist das normale und der andere ist das Drive. Jetzt habe ich nicht alles verstanden. Das ist auch gelernt. Abpackt. Ja. Du hast ja zwei unterschiedliche Boosts, oder? Also, ja, ja. Das eine ist ja, wenn du nachher dafür gut Gas gibst. Ja. Ich kann es jetzt gar nicht sagen. Und nachher, wenn du zu schnell bist, gibt es so nachher solche Reifenspuren. Ja. Das ist ja dein Limit, aber du drückst noch den permanenten Boost an. Das habe ich noch bei dir gesehen. Ah, das, wenn ich noch die Spuren schon lange habe, meinst du? Ja. Dann gehst du noch direkt auf die, wie heisst das, Boost-Türm, wo du könntest eigentlich auf diesen kleinen Pot, also Pads, wie man es nachher am besten sagt, draufgehen. Und das wäre halt viel effizienter sogar. Die kleinen? Mhm. Aber du musst nachher auch das mit dem. Deswegen habe ich auch gesagt, die Boost-Kontrolle musst du nachher einkalkulieren. Deswegen im freien Spiel. Ja, ich halte immer, wie es meistens ein grosser wünscht. Ich bin ja ein grosses Boost-Dealer. Ja, vielleicht bin ich nachher jetzt gerade im falschen Moment geschaut und da hast du nachher immer so gemacht. Bis jetzt habe ich jetzt nichts mehr. Wieso? Davor habe ich... Der Kevin ist auch raus. Ja, Mensch. Spiel abgeschmiert. Er gibt zu, da ist einfach keine Lust mehr. Gell? Mit so schlechten Leuten spielen. Der Bus durchgedrückt da. Kann ich nicht brauchen. Weißt du, der eine wird nachher mich etwas lernen und klärt immer meine Bus, ich meine. Kann nicht beitreten. Ja, das Problem ist, meine Spur ist echt übel beschissen zu unterscheiden. Meine Busspur ist schon so hell, dass ich gar nicht mehr meine Reifenspur sehe. Also man sieht es schon, aber... Ja, ich kann raus. Wenn wir den einladen? Dann können wir ja dann mal trainieren, indem wir... Ich habe ihn eingeladen, er ist übergekommen. Mhm. Und zwar, ich weiß gar nicht, was ist echt der Beste? Sorry. Einfach freies Spiel mit Motorausstellung, Boostgeschwindigkeit schnell aufladen. Weil dann kannst du dich besser einschätzen, wie heisst das, wie du dich in der Luft musst bewegen. So habe ich das jetzt so gemacht. Ich weiß nicht, wie du es dann am besten machst. Nein, also du meinst, in der Luft Boost ist das Fehler, oder was? Nein, wenn du halt fahrst, bist du nachher zu viel. Ja, eben nur beim Fahren. In der Luft kannst du ja kaum zu viel Boost, oder? Doch. Wenn du nachher du bist, wenn du auf den Ball willst zugehen, boostest du einfach direkt wie eine Rakete dorthin. Und das musst du eigentlich gar nicht fast. Du kannst nachher auch so getrennt machen. Also, so teilweise, und das geht auch. Ja, aber du brauchst ja genug Geschwindigkeit, damit der Ball auch richtig heftig triffst. Also, dass er ein Speed überkommt am Schluss? Oder kontrollierst du noch nicht wirklich nur, dass du die Ecke triffst, oder wie? Also, wenn ich nachher der Böhler noch anfliegt, also ja. wenn er über mir wäre, dann hätte ich jetzt wie eine Rakete gesprungen. Das wäre jetzt kein Problem gewesen. Aber wenn der Ball jetzt anfliegt und du bist jetzt ein paar Meter hinter dir, also ein paar Meter neben deinem eigenen Goalie, im gegnerischen Tor, dann würde ich lieber nicht nachher permanent jetzt den Bus nachher direkt wie eine Rakete hochfliegen, sondern
getrennt, weil dann kannst du nachher immer noch im Fliegen kontrollieren, okay, wo könnte jetzt der Gegner sein, wo würde er jetzt abschiessen, kannst du nachher sagen, okay, der Böller prallt jetzt von der Wand ab, dann kannst du nachher von da aus dann nachher abnehmen. Das ist nachher auch die Sache, wo ich nachher immer im freien Spiel nachher die Boostkontrolle nicht immer unbegrenzt habe. Okay. Ausser ich trainiere jetzt einen neuen Trick, dann lerne ich lieber nachher unbegrenzt. Dann muss auch der Trick funktionieren. Dann nachher fangen. Ich mache immer so Step by Step, also Schritt für Schritt und dann geht es einfach ab. Ich has nur auf meine Art, aber jeder Mensch denkt anders, jeder Mensch schmeckt anders, also kann ich auch nichts korrigieren. Ja, du bist ein Typ, oder? Ach, hast du den Trick Hauptsache, ich weiß nicht, wer ihn zuerst erfunden hat. Was die Flick oder nicht? Nein, ich glaube sogar wie ist das? Wer hat das zuerst gehabt? Ja, okay, sag mal. Nein, der Boost-Trick. Der ist aber sogar auf dem Squeezy gewesen. Ja, wo noch vom. Er kann ja auf dem Boden so hin und her toggeln. Tak, tak, tak. Also so mit. Keine Ahnung, wie der geht. Aha, der ist gekommen. Ja, das ist das. Das ist. Ja, da musst du noch so komisch mit der Luft rollen. Und eine komische Bewegung machen. Und dann permanent mit dem Sprungbutton. Das kann ich am besten an der Wand. Aber ich habe das selber noch nie ausprobiert. Also. Ja, aber ich kann es am Boden geradeaus, einfach mit dem man einfach den Wagen hin und her bewegt und so kann jucken. Und die ganze Zeit so pop, 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 pop. Und so der komplette Boost eigentlich. Oh, das ist gut. Den mache ich. Ah, wieder mal. Ich habe gedacht, ja, mache ich. Wenn niemand kommt, dann geht er mit dem Block mal. Das wollte ich ihn selber machen, aber ich habe niemanden gekommen. Und eine ist raus. Ja, der ist bei uns. Ja. Ist ja wurscht. Ist. Brauchen wir nicht. Was hast du noch für Spiel? Du hast das Call of the Wild, oder? Nein. Ah, du hast es nicht gekauft. Nein. Was hast du denn du noch? Oh, PC nicht so viel. Das ist sicher Minecraft, gell? Natürlich, da haben wir ja schon. Ja, da haben wir auch schon gespielt. Ich müsste einfach den Server wieder mal aufsetzen, aber meine Idee ist eigentlich, dass ich eigentlich dann mal einen neuen Server aufsetze. Weil ich habe jetzt alle mal gelöscht gefunden. Das Problem ist aber, dass es zu viele Ressourcen braucht oder immer zu lange braucht zum Laden. Weil ich habe ja vorne den. Aber nachher hast du ja einen besseren Server gehabt, oder? Ja, einmal, aber ja, das ist auch nicht so noch. Ja. Gar nicht. Aber wenn wir heute mal irgendwann wieder machen? Den aufsetzen wieder. Also aufsetzen. Also Schluss lang zu. Kann ich. Ja, du. Nein, so knapp. Kannst du auch nicht. Wie lange kannst du? So 10. Weil die wird morgen auch wieder lernen, ja. Auch nicht allzu lang. Aber ich hätte schon bald keine Lust mehr auf Rocket League, jetzt lang da heute. Ja, es ist nur noch so, ja, man spielt es. Ja, irgendwann ist auch, da kannst du auch nichts mehr lernen. Du bist so confused und voll daneben, dann machst du nur noch einen Fehler. Full User Aid. Ja, weißt du, mit dem Alter, da kommt eben mit dem Alter, da kannst du wie du nicht als Junge hüpfen. Jeder.
Der spielt nur zu hoch. Gegen der hat man. Yeah. Der ist krass. Nein. Oh. Man wünscht mal, der ist bestimmt gut gewesen, den rausgeholt. Ich kann aber nur noch zu Hause holen. Ah, Dog. Where are you from? Chamerillo. Chamerillo. Oh, God, I missed it, boy. What with this funny stun? Oh, come on. Pass nein. Und. Nein, fast, fast. Das war... Wäre doch so schön. Oh, der Schädel blockt mich wieder. Unglaublich. Ich werde ihn wegholen, dann kickt er wieder raus. Schau. Ich werde ihn nachfahren, da hinten rum bogen. And he kicked me away. Nice teammate. Ah, der Mensch hat 5 Eis. Oh, ja, hey. Da gehen wir raus. Nein, nein. 30 Sekunden. Der Rattenmulche! Unglaublich. Jetzt? Ja. Vorlag? Nein. Nein. Wo nochmal? Ach, come on. Come on, guys, come on. Okay, suchen wir uns neue mit. Ah, die sind so, glaub ich, Busse, gell? Egal. Melonenmann. Quickie Fire Twitch. CP ins. Alter, ich habe einen CP in meinem Kollegenkreis hier. Und? Ich hatte ja vergessen zu sagen, du hättest. Du hättest das Bischof sein können, uns das ganze Haus mieten, wenn du hättest wollen. So. Wir ziehen noch aus. Hi. Okay, alle. Ja, ja, es lohnt. Also, wir sind nur noch Zweiter. Und darum rendiert es sich nicht mehr. Also, wir können es nicht mehr zahlen, allein. Jetzt kommt Familie rein. Schade. Ja, schade. Ja, hätten wir noch vorsagen können, du verdienst zu viel. Dann hättest du das ganze Haus allein für dich haben. Genau. Würde man da mal leisten. Ja. Ja, wohnst du noch die Haie, oder? Wieder. Ja. Noch. Immer noch. Immer noch. Ja, immer noch. Aber so, dann ist es immer das Beste. Genau. Der andere immer noch am Sparen wie nichts. Gut. Ah, die Musik ist einfach so geil, ich muss jedes Mal immer abgehen. Du, das sollte nicht fast Goal da. Sorry. Da komme ich nicht mehr nur. Ah. Wie ich kann das nicht aussprechen, so. Oh, ich habe aufgepasst. Wahnsinn, unglaublich. Nochmal und. Ah, hat sie, hat sie. Weg hier. Ah, so ist das.
Where you from, Wave Shadow? Waffe Shadow. Come on, guys. Was ist das eigentlich für ein Kollege da? Anchovy. Ja, sie haben einfach davor geleitet, aber die sind auch zu fähig. How you want it? Oh, who is pushing my ass? Come on. Pass. Oh no. Oh, sorry. Ja, man geht dahin. Ich hab schon für 9. Bammst du mal 10 weg und dann ist gut, dann geht's gut. Schön, nice. Wart, nur warten und hoch und bam! Ah, dann. Schön, der ist drin. Oh. My friend got the best shot of all time. Fake, fine. And yeah. Also ich habe eigentlich wollen blocken. Ist nicht ein really fake Effekt gesehen, aber es hat geholfen. Das ist ein schlechter Flug von mir gewesen. Oh Mann, ey. Scheiße. Zum Glück wird man heutzutage nicht mehr gesteinigt. Ja. Ja, wenn du auf Stau bleibst, schon, ja. Oh. Dann wird man gesteinigt. Oh! Wenn man eigene Goal schießt, wird man nicht gesteinigt. So zur Information, gell? Fast. Ja, nur will ich zeigen, was passiert, wenn du auf Stau bleibst. Mhm. Sehr gut. Ja, also was will die? Wieso sollte die überhaupt da reinkommen? Es gibt ja gut. Nein, das ist ja mal rein. Oh mein Gott, oh. Mädels! Was habt ihr getan? Muss ich noch einen Goal schiessen? Ja, da kann ich nicht blocken, so die. Da muss ich schon hochspringen. Upp, Junge! Jawohl, so ja. Machen wir das. Da. Niemals vor das Tor. Egal was passiert, niemals vor das Tor. Ja. Auch nicht probiert, den Ball zu treffen. Ja, das ist gut. Oh, sorry, das ist mein Fehler. Was, Junge? Was läuft mit denen? Ei. Oh mein Gott, da habe ich Flüge. Ja.
Ah, verdammt. Komm mal gut! Ja! Da spielt man Rocket League! Der ist geil gewesen. Hochhalten und jemand! Okay, da können wir jetzt konzentrieren. Nicht mehr auf anders. Nicht mehr am Handy. Jetzt wollen wir gewinnen. Uff, der hat Glück gehabt. Der hat definitiv Glück gehabt. Wenn ich noch ein bisschen weit durchkommen, ja. Einfach drauf, nicht aufgeben, einfach nochmal ran. Die brauchen wir jetzt. Ah, schade, schade. Ah, nein, nein! Ja, ja, ja! Ah! So knapp, so knapp. Uff. Aber ich glaube, der Kollege doch auch noch etwas. Ja, plötzlich. Ja, gern, plötzlich. Du sagst es, plötzlich. Yes! Nein! Oh. Du machst so einen Pincher, die wäre cool. Voll cool, für den Double Touch oder so. Nein. Aber ich glaube, da haben wir locker. Sagt er das laut? Nein! Hast du gesehen? Wer gesagt, du musst es jetzt laut sagen? Sorry. Ja, ich denke locker. Wir sind so gut dran gewesen. Was läuft denn da? Und dann hat es gerade gekehrt. Und komm, dann noch da, weißt du? Wenn einer dahinter gewesen wäre und nicht alle drei Führer geflogen wären, wäre es ja nicht gegangen. Aber die sind so krank, dass sie gerade zu dritten Führer gehen. Mhm. Ab, Alter. Danke. Na, endlich. Geht wieder mal der Sound an. Er macht einfach Spaß, keine Ahnung wieso. Also, ich habe ihn ausgewählt irgendwann vor. Keine Ahnung. Und macht jedes Mal Spaß, wenn ich. Keine Ahnung wieso. Jedes Mal macht es einfach Spaß. Neon Licks, Licks HD hat den Follow abgegeben, so für alle, die es nicht wissen. Oder nicht lesen konnten. Aha. Ja klar, jetzt müssen wir, ja, ich bin auch dafür. Jetzt müssen Voll wir, Action. Dann vor müssen wir jetzt, ja, alle nochmal zwei Tore machen. Das verstehe nicht, warum? Warum? Das machst du schon. Ja, ich schaff's schon, aber das ist langweilig. Nein, dann ist es spannend. Das ist doch langweilig. Das ist eine Herausforderung. Ja, das stimmt. Ja, eine Herausforderung schon. Aber es ist langweilig. Ich würde immer sagen, ja, wenn ich es nicht schaffe, dann ist es ja egal. Weil wir haben. Oh, das ist mir so. Ja, jetzt darfst du drei machen. Ja, dann kann ich sagen, ja, wir haben ja einen Weg schon vorher. Wir haben ja eigentlich schon vorher verloren. Wenn wir es halt nicht schaffen, egal. Weißt du nicht mal. Und wenn wir es schaffen, ja, ist gut, dann haben wir es geschafft. Jetzt ist die Herausforderung noch größer. Gut. Ja, ich kann so Sachen schon, so ist es nicht. Aber da habe ich ja nicht gewusst, dass er so Sachen kann. Wenn so etwas bringt, ja, geil. Wenn der da kann, hol ihn auf. Ja, die zwei Goal in den 4 Minuten. Mein Gott. Wenn der so gut spielt, wenn er so tut.
Jetzt wurde ich schon überredet. Ja, ich bin schon überredet worden. Sorry. Pinch? Nein, sorry. Sorry. Ich werde denken, bring es an. Verdammt. Hoch, hoch, hoch. Fast wäre abbreiter mehr. Go, 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 Bini! Yeah! Geil. Oh mein Gott. Wir haben den extra noch weggekickt, dass Jo nicht ankommt. Perfekt. Ja, manchmal probiere ich auf die anderen zu zerstören, weil in den Dingen, in den. Du siehst, was machst du? Du hast ja gesehen, dass der Ball auf die Seite kommt. Holen. Ah, ja, hab's nicht gesehen. Ich hab den Boost geholt. Jetzt, geh, Angriff. Ah, sorry. Schön, so. Dass ich dich nochmal durchgekickt habe, ich hab nicht gewusst. Der Bein ist echt gut. Er geht wirklich dort hin, wo du musst. Ah, schade. Schön. Schön. Da nehme ich die 50 Punkte. Legendär. Ja, das hat sich gelohnt. Das war perfekt gewesen dort. Das muss ich sagen. Das war wirklich gut gewesen. Schöne Vorlage gewesen. Das war keine Goal gewesen, nicht gewartet. Also. Pinch. Ja. Oh, sorry. Ich den einen noch wieder zerstören. Und der andere wird wirklich gewinnen, er passt wirklich auf die rein. Den dürfen wir glaube ich nicht enttäuschen. Den. Ja. Ein Torschuss ist es gewesen. Also. Ja, also wenn er so etwas bringt und du so etwas bringst. Oh oh. Schön. Ich muss schon hin. Locken, irgendetwas. Da habe ich schon, da ist kein Problem. Okay. Aber wenn du mal so krasse bringen kannst, wo aus dem Nichts rauskommen, wenn wir irgendwo hingehen, dann wirst du gefährlich. Also da merkst du auch. Irgendwann merkst du, wenn es einfach krass kommen könnte und wenn nicht. Also weißt du, krass in dem Sinn, dass du nicht weißt, wo hin das gehen. Das heisst nicht, dass krass hochkommen oder so, das kann ich alles vom Goal heben, von unten bis oben, aber wir tun nicht einschätzen, wo das, wovor das ihn bringt. Mhm. So etwas, da gehe ich nur an, damit ich einfach ja nicht, oder dass ich ja sicher bin, dass verdammt, sorry. Das ist gut, ich habe nicht getan. Hast du gesehen? Also ich bin einfach gerade ausgefahren. Ich habe nicht gewusst, wenn sie schiessen. Ich bin auch auf Good Luck gefahren. Aber das ist genau so etwas, weil ich weiss, die faken nicht. Wenn die würden faken, ich habe keine Chance gehabt. Oh! Oh! Wahnsinn! Schau dir das an. Und oh, beide haben es nichts geschafft. Ich habe zwar 545 Punkte, aber egal. Wir sind in Führung und wir haben einen Kollegen. Gott, der ist gefährlich. Schön, der ist gut gewesen. Der ist wirklich gut gewesen. Schön. Oh, fast. Schade. Holy shit. Ich bin voll zerstört durch die Luft. Oh, der ist ja fast drin. Schade, bin ich nicht hier vorne. Richtig schade. Oh, eigen Tor. Oh, guck, ich will lieber auf Def jetzt. Ja, siehst du, schau mal, wenn ich gestanden bin, genau gerade auf den Ball. Wenn der hochkommt, war irgendetwas, ich hätte ihn geholt. Ist das egal, ich hätte ihn abgedrückt.
Yes! Gewonnen! Revanche! Morgen Revanche, das soll im Team bleiben dann. Der Gene Bean, der kann nämlich schon etwas. Gut, der Eldadio hat im anderen Team auch alles gemacht. Eigentlich hätte man auch den anderen haben können. Also Revanche abbrechen wäre eigentlich auch etwas. Super. Oh, wir haben die anderen bekommen. Oh, oh. Die haben verloren, definitiv. Aha, ja. Du musst. Ja, wir haben jetzt den Besser vom anderen Team bekommen. Lami, nein, Ildo! Ja, hast du gesehen, ist vielleicht nicht gut. Ja, vielleicht auch nicht. Vielleicht wird er genau zu viel. Ja. Too much. Oh, der ist jetzt mit uns. Ups! Bitches! Zum Glück bin ich im Goal. Nein! Oh. Merde. Das ist gut, schau, wie der kommt. Nein, der hat was? Ich habe die Rolle gemacht auf die Seite. Oh mein Gott, nur 79. Was? Ich habe einen. Schau, warte. Grossball, schau. Ja, klar. Ja. Warte. Was ist los? Mit 79 km pro Stunde. Hä? Das ist jetzt echt nicht schnell gewesen. Vorne. Also, wenn der da überbracht hätte, das passt, oder da? Ich weiß ja nicht, aber. Echt, aber war aggressiv und nicht glücklich, dass er den Ball trifft. Nee, nicht. Ja, bis jetzt hat er noch nicht so wahnsinnig viel Team beigetragen. Da musst du da führen, schau da. Den will er retten. Wenn er nicht bringt. Fast. Was macht der noch dort im anderen Goal? Red du! Warte, bis ein Pass ist. Ja, ich kann auch nicht alles. Wenn man da in die Ecke ist, schwer zum da haben, da weiß ich selber. Aber ich kann ja nicht einfach noch in einem anderen Goal stehen bleiben. Es gibt eine einzige Devise, ist, wenn man auf der anderen Seite ist und hinter dem Ball ist. So schnell wie möglich führen kann. Ja, der hat nie wieder gemacht, du Ratte. Er hat wieder geklaut. Leave Team an, ist weh, geh raus. Wieso, dass er vor so viel Pünktlichkeit kreuzt? Brave, ich weiß wieso, ja. Ich fähig einfach zum Spaß. Eigengoal! Ich finde euch einfach genial. Ja, der andere Text. Ja, wartet mal, schauen, wem sein Schuld das war. Ja, im Sinne. Den Ball, dein Ball. Dein Ball wäre voll vor Goal, wär zwar vor dem Goal durch, aber gefährlich gewesen wäre vor dem Goal durch, auch nicht rein. Definitiv, ja. Du hast ihn zuerst gehabt und nicht er. Ja, ist so. Falsch mal. Das ist auch beim Fußball so. Nein. Da, nö, du kannst ja nicht beim Fußball. Das ist schön, ey. Schön, dass du richtig voll mit dem Ball oder mit Messi. Nein, das haben wir nicht so. Hey, shit. Ja, ich schaue ja wenigstens noch an. Ich bin nicht auf irgendwer, sondern. Da haben wir aber noch gut gemacht. Ach komm schon. Gene Beam. Er ist doch noch gut für den. Du bist für den. Er hat sogar 3 Goal geschossen. Was? Ey, da gibt's denn nicht. Warte, was hab ich jetzt gemacht? Warte, das ist mein Fehler. Ah, ich hab meinen davor da hätten. Ah!
Komm Eldorado, mach etwas. Und ich triff auch wieder nicht. Ja, ne? Fast. Ich habe noch Macht, ey. Unglaublich. Oh. Ja, denke. Ja. Er ist jetzt raus. Er hat uns im Stich gelassen. Mhm. Ja, ist auch recht so. Das ist wahrscheinlich die beste Ordnung. Also von Anfang an, wenn man auch von Anfang an eingehört hat, wahrscheinlich schon. Aber der Wechsel ist jetzt halt schlecht. Das ist auch gewöhnt, das ist schon. Danke, Ai! Sie bat mich sogar noch dort rauf. So. Schön, auf 5. Du weißt schon, dass du weniger Punkte hast mit Ai. Ah, jetzt wegen der anderen Kollegen. Oh ja, ich habe meine 50 Punkte noch nicht. Ja. Ja, da muss ich mich noch anstrengen. Achtung, jetzt kannst du es. Das war doch ein Verteidigungsschuss, das zählt auch nicht. Schon wieder ein Torschuss, schon wieder 10 Punkte. Ah, den glaubt man natürlich. Was ist das? Nein, was machst du? Okay. Nein, da wir sind die ganze. Das ist echt genial. Das ist ja einfach. Stoßstange, ja, Stoßstange. Ja, ist brutal. Immer gestanden. Ich chill auch eine Runde. Das war mein Fehler. Es ist Maria eine gute Idee, es ist Mama nochmal Eis gegeist, dann macht das Spaß. Bis. Und dein Handicap? Was der Sambi, meine ich. Ja. Also ich wäre gerne dabei als sein Handicap. Aua. Nein. Oh, schön. Ui. Junge, du verfährst so viel, das ist nicht normal. Das ist. Oh, da kannst du einfach nicht einschätzen. Wenn du mit Diamant 1, 2 bist, denkst du nicht mehr, dass die so viel verfehlt. Klar, spätestens Champ, aber. Das ist ja brutal. Und ich verfehle schon viel, weißt du? Manchmal muss es Spaß und manchmal muss es lohnen. Und manchmal denke ich, ja, jetzt können sie einen Pass geben, komm, lass mal durch. Ja. Jetzt schau mal die Vorlage an, schau, er könnte ihn aufnehmen, nachfliegen, die ist so schön langsam gekommen. Ja, den habe ich noch durchgelassen, weil ich gedacht habe, es könnte ein Pass. Ja, ist ja schön gewesen für ihn. Nein, das ist scherz. Und dann, nein, der schläft ja noch, aber der andere schläft er noch, schau mal, wie gerade er hinterher kommt. Der hat schon aufgegeben. Ja, egal, du hast deine Mindestpunkte. Ah, der Ball ist noch am Boden, wir kämpfen weiter. Aha. So, die Krabbe hat sich schon zu schlafen gelegt. Hey, wieso leuchtet das Ding so komisch? Das ist ja geil. Gehen wir schnell raus, ne? Wir suchen nochmal 2 gegen 2. Aber den kann ich. Na gut. Den kann ich im 2 gegen 2 nochmal. Bald Usplayer und auch noch hast du da. Aber wie so rund war die schon, Stefan. Hallo. Ah.
Ina. Schön, aber ne? Nein! Wow, der ist so. Ja, gewiss, es wird ein Pinch, aber ich kann nicht abschätzen, wo noch einer geht. Oh fuck. Schon gut, haben wir. Die spielen eh auf dem Ding. Auf dem teilten Bildschirm, dass das zwei hat. Dann haben sie es noch schwerer. Oha! Eigentlich aber der mit dem 2. Aber der mit dem 2 hätte auch gut können spielen. Was? Hallo? Seitdem machen die auf dem Teil die Bildschirms krasse Shit. Okay, ja dann. Wenn ein Profis halt wohl einen Stream will machen wahrscheinlich. Da geht rein, ja. Ja. Das geht, gell? Ich habe nicht einmal dort gehabt. Ich habe gedacht, ich könnte kurz berühren, aber ich habe gemeint, der Winkel ist zu krass. Wenn ich dort berühre, geht er wahrscheinlich nicht mehr rein. Uff. Jetzt? Schön. Ja, da geht's doch nicht. Schade. Ja. Ah. Hätte ich den nicht mehr so berühren. Ah, ja, nicht. Oh, Mädels, da hin oder paar fucking Schuss. Schaut sie da rein. Schau, wo ich gestanden bin. Da hin. Fast die Mitte für mich geflogen. Aber der andere hat sich noch berührt. Ja, selbst schon, ja, aber. Selber schuld. Ich geh. Ah, nein, nächstes Mal musst du. Genau wegen so Sachen, weil dann das Konto bringt. Schade. Nein! Sorry. Hey, ich meinte, ich bin dort am Ecken, wo ich noch runter kann. Oh fuck, nein, ist schon gut. Schade. Hast du gesehen, da fast selber nicht noch ein bisschen Stress. Ja, der spielt wie nie. Nein! Er drückt mich weg! Wow. Okay, ja, nein. Nein, ist mein Fehler. Ich bin schlecht. Schlecht geflogen. Ach, zieh mal an, ja. Ja. Ich bin nochmal so dahinter. Hast du mir 2 aufholen? Warte, fast 3. Gut. Jetzt, komm! Nein! Nein. Was machst du? Nicht da, wo ich jetzt will. Hast du gesehen, ja? geil. Nein. Profi! Stammwerk! Oh. Ja.
Jetzt mal schnell. Gut. Nein. Ich habe keinen Boost mehr, ich habe nicht mehr nur. Ja, schon gut. Ja, schnell, hast du mir so warten. Jetzt ja. Der Boost noch nicht. Ja. Tina verwenden wir mal. Das hast du von der Dune gesehen, dass er an den Rand geht, gell? Ja. Ja. Ah, ist schwer zu schätzen. Bei ja. Goal. So. Schade. Fuck. Jetzt bin ich wieder in der Luft. Ah. Wo bist denn du? Ey, der Luft noch gesehen, die ganze Zeit. Shit! Ein Kollege. Uiuiui. Das ist schon gewaltig, was du da abgezogen hast. Das war mehr Glück gewesen. Nein! Gibt's ja nicht. Schön. Nein. Shit, den trifft er noch. Nein! Warte! Sind die schlecht? Tut mir leid, aber das schon. Oh mein Gott. Schön. Siehst du, kannst du sogar du abwehren, wenn die da abziehen. Oh Gott. Nein! Ah. Ich hab ihn schon. Ja, ah. Naja, knapp gesehen. Wie hast du denn gemalt? Da weiß ich, hätte ich jetzt noch gehört, mehr gemalt, da weißt du? Ja, da gibt es keine kurze. Ein Jahr gemacht. Wir haben das Aufhagen lang dran, ja. Ja, also lang. Also, ich meine einfach so eine Spielsession. Mal relativ lang da, oder? Nein, im Call of Duty. Ja, ich weiß, da weißt du, wo ich dir jetzt zugeschaut habe. Ja, bis auf 3 am Morgen oder so. Ja, bis auf endlich mal eins hast, da regt dich auf. Aber aufhören kannst du immer. Also, ja, du willst unbedingt jetzt eins haben, ja. In 8 Sekunden geht es wieder los. Oh, sorry. Wir können. Nein, im Far Cry hast du auch nicht. Habe ich nicht, ne. Was haben wir noch zusammen gespielt? Der Server geht, ist das zu lang zum Aufsetzen? Ja. Oh. Wie hat der geheißen? So Shooter? Oder haben wir gespielt? CSGO? Ah, nein. Eine Mischung zwischen CSGO und Call of Duty. Du meinst Black Squad? Ja, genau. Sepp hat noch gespielt. Sonst. Viel. Die sind aggressiv, die Leute. Ciao. Mag ich nicht so aggressiv fühlen. Ja, bin schon raus. Ich bin schon raus, ja. Nach 20 Sekunden schon raus. Schau. Streambugging. Auch eine Taktik. Oh. Was buggt denn King Nelson? Ah, die paar Sekunden Verzögerung, die sind normal. Weil ich streame auf 3 Plattformen.
Und wenn ich auf drei Plattformen streame, hast du die Verzögerung einfach. Oh, weißt du, was könnten wir noch machen? Und dann habe ich Ranked Rumble. Willst du Rumble spielen? Ja komm, dann hilf ich auch noch mit. Eben, dann hilfst du auch noch mit. Okay, ja. Dann will ich sagen, ich würde ja. Ich habe ja nicht Zeit, dass du da unten im Discord bist und nicht mithilfst. Die ganze Zeit lauschen. Ja, sicher. Nein, ich habe eine Vertiefung gesagt. Ich habe auch noch eine Prüfung, ich könnte auch noch lernen, aber ich lerne halt am Morgen. Kurz vor der Prüfung. Nein, es hat nicht, aber... Wie sagt das Sprichwort? Morgen noch nicht heute sagen. Ja, alle faulen Leute. Was für ein Ding? Das kenne ich nicht. Wie heißt das? So wie du machst. Was, so wie ich es mache? Ich lerne jeden Tag. Und morgen. Jeden Morgen. Was? Nein, das mache ich nie. Ich muss jeden Abend. Nein, ich am Abend kann ich nicht lernen. Dann bin ich das viel zu müde. Morgen, ich brauche da meine 7 Stunden Schlafbahn. Ja, ich weiß ja nicht, wenn du nachts um 1 ins Bett gehst, ist das halt schon ein bisschen. Ja. Ja, ich stehe nicht nachher um die 3 Uhr morgens auf, das schaffe ich auch nicht. Nein, das mache ich auch nicht. Aber so am Morgen 6, 7. Ja, da bin ich schon bereit, nachher schon zu gehen. Dann kommst du vom Ausgang heim, gell? Aber so jung bin ich eben auch nicht mehr. Das letzte Mal, als ich im Ausgang war, bin ich schon 2. Also, wir machen aber ein Rumble, wenn wir es verlieren, ist wieder fertig. Ganz einfach. So einfach sind die Spielregeln. Solange wir gewinnen, machen wir weiter. 3 Stunden später, können wir jetzt aufhören, bitte? Ja, dann kommen wir auch. 2 Stunden später ich auf. Um 12 ist sicher fertig. Aber dann müssen wir das zuerst mal gewinnen. Also... Abgemacht ist schon 10, jetzt ist es schon 12. Spielmodus, oder was? Hä? Nochmal? Ist jetzt ein anderer Spielmodus, oder ja, was? Ja genau, da hast du Spezial-Items. Oh, okay. Und zwar solche, die ganz gefährlich sein können. Ja, schön. Also 8% basiert sich auf Glück gegen. Oh, das ist unser Goal. Hä? Wieso hat sich der in sein eigenes Goal teleportiert mit mir? Ich komme nicht ganz klar. Wow, ja sorry, ich habe noch einen Zugnapf gehabt, aber er hat nichts gebracht im Goal. Ja, da! Was will ich machen? Wenn, wenn ein Fuß auf mich kommt und dann einen fucking... Alter. Und ja, das einzige, was ich habe, ist ein Saugnapf. Also ein Lecken, Alter. Okay. Und führen. Immer? Nein! Nicht das eigene Goal! Mein, ich habe zurückgespielt, dass ihr mich noch wieder führen könnt. Ey, das gibt's doch nicht. Weil da kommt irgendjemand über. Und wenn ich ihn da zurückspiele, schön, dann kann der, der im Goal ist, normalerweise. Normalerweise? Es geht noch ums Pinschen. Ums Offen. Es geht ums Prinzip. Das macht man einfach nicht. Oh oh. Hi. Was bist du im... Rumble bin ich da irgendwo. Das wird Platin 3. Ach Scheiße. Ja, dann haben wir verloren. Warum? Ja, weil er noch gar nicht eingerankt ist und ich gar nicht weiß, wer ich bin. Geht's rein? Ah. Ja. Oh ja, der kriegt er nicht. Einfach springen. Schön.
Ach nein, ich habe den blöden Stein. Nee. Sorry. Ah, das war falsch gesehen. Ja, schau, wenn er wegfliegt, aber dann drückt er schnell seine scheiß Fuß stehen. Ja, gibt's ja nicht, ey! Komm! Weil ich ja gesehen, dass ich sie nicht hätte, also fliege ich noch nicht an, okay? Warte auf den zweiten, ja, bäm, kann sie gerade legen. Niemand geht. Bei wem? Nico. Ich verstehe es nicht. Wieso haben die immer die Items? Weil sie es halt behalten. Ja, ich habe einen Wirbel. Was soll denn ein Wirbel behalten? Oder? Ich weiß ja nicht. Nein, wenn ich jetzt einen Fuß habe, dann behalte ich den Fuß, bis ich noch den besten Moment habe. Das ist der Trick bei diesem Spiel. Ja schon, aber was würde ich mit einem Wirbel denn? Gib bald den Wirbel, bis ich Lust habe auf einen Wirbel. Kannst du damit das Gegner stressen? Oh, mich nicht, ja. What? Ja, ja! Alter, komm, hör auf! Tier da rein, schau dir das an, schau dir das an, schau dir das an! Das ist schon, das bitte passiert sich eigentlich. Aber du musst da einfach etwas anbringen, weißt du? Normalerweise, also wenn ich mit meinen Kollegen gespielt habe, so, wir sagen mal, Diamond 3 oder Jam, wir haben das Goal schon fast geschossen, bevor wir auf die Items gehen. Ja. Also so? Ich hätte mit dem Magnet rausziehen, aber ich habe gefunden, ich habe den Gehör. Ich habe das Magnet, aber ich ja, lassen wir es. Komm, tun wir rein. Nicht mehr rausziehen. Was drin ist, ist drin. Ich sag ja nicht, da war alles in Ordnung. Buh, Junge! Buh! Für das spielt Maramba. Hast du verstanden, wie soll es Maramba spielen? Ja. Weil du mehr Punkte hast als ich. Oh! Ui. Oh! Kann mich auf eine Stufe holen. Ich go. Jo. Wie ist mein Mac Bump? Oh, Spikes. Okay. Och nee. Komm.
Ei. Hm. 5%. Hörst du? Oh, aber. Ja. Schön, schön. Oh shit, so Glück hat. Mhm. Ich habe noch Pech, Kein einziges Item können wir einsetzen bis jetzt, was es gebraucht hat. Kein einziges. Ah ja, ich kann nicht immer gewinnen. Wow, ich bin von Diamant 2 auf 1 gestiegen. Wow. Gut. Mit Gold spielt. Ja, ich hoffe, wir kriegen tiefere Levels, aber. Wenn man ganz tief anfängt, ist es schwer zu irgendwie. Ja. Das war für mich heute. Ja. Ja, ich glaube noch nicht auch. Ist schon zu sehen. Ja. Ich schaue bitte an meine Vertiefung so. Ja, mach du da. Sollte noch ein bisschen lernen. Mhm. Und sonst stehst du mit mir morgen auf, morgen? Also wenn du jetzt noch den Wecker holst, dann komme ich noch. Dann komme ich aber mit den Schlapfen. Ich tue da einen kalten Wasserkübel Eis oben an dein Bett montieren. Dann hätte ich einen Timer programmieren, am Morgen löst es einfach aus und mal klatschen, dann bist du wach. Rudiger Wiesb wurde schon da und auch trainiert. Das hat sie wirklich gemacht. Ja, ja. Dann wünsche ich ja, bis ein anderes Mal. Ja, ja, wir können auch anders zocken, wir können auch nächstes Mal den Minecraft-Server wieder in Gang setzen. Die Frage ist, was macht ihr bei Minecraft-Server? Der Beast-Motor oder der Hand? Sobald ich eigentlich einen eigenen Server habe, kann man machen, was man will. Also. Ich weiß nicht. Wir haben schon alles Mögliche gemacht. Wir haben schon Survival haben wir gemacht, wir haben einmal einfach schon gemacht, bis wir eine Atombombe haben können machen. Wir haben schon ein Mining einfach schon zum Extremen gemacht. Wir haben schon ja. So wie gemacht, dass wir alle Jetpacks im höchsten Niveau hatten. Wir haben den Enderman haben wir schon gekillt. Der Dragon da, wie heißt der? Keine Ahnung, ich bin einfach der Minecraft-Typ. Den Boss haben wir schon gekillt, also es macht schon Spaß, oder? Irgendwann ist einfach... Nach einer Zeit ist es aber wieder lang. Ja, aber wenn du eben mal angefangen hast wieder oder irgendwie ein neues, wie soll ich sagen, ein neues Add-on oder... Ich bin leider nicht so der Kämpfer-Typ, sondern der. Der, der baut? Mhm. Ja, der geht auch, das ist kein Problem. Ja, meistens haben wir haben ja nie PvP, also ich habe eigentlich noch nie einen PvP-Minecraft-Server gespielt, noch nie. Wir sind immer nur am Bauen und Farmen. Und meistens war es so, dass der Stefan oder sogar der Kevin sind am Nachschauen, wie wir da bauen, und ich bin da gebudeln und machen und habe einfach wieder alles gebraucht, was man braucht. Jungs, was wollt ihr, was braucht ihr? Und dann bin ich wieder los und habe auch cool. Also sozusagen, du hast die Drecksarbeit gemacht. So kann man das auch nennen, ja. Ich muss sagen, sonst macht das nicht mehr. Ja, du, ich bin jetzt, ich bin schlecht bezahlt worden, aber süß, ja. Dein Server und du hast mir Drecksarbeit gemacht. Das war eigentlich schon peinlich, ja. Hey, hey, hey. Ja, und die haben, ja, aber ich habe gesehen, dass sie Spass daran haben, oder? Wenn sie ihr Zeug können bauen und das Zeug noch keinen. Und ich fand, das ist gut, nein, machen wir. Ja, gut. Zum anderen, ich hätte nachher auch wieder nicht Lust, zu mir 2 Stunden nachschauen, wenn man da und da Teile jetzt wieder baut. Also, vor allem war das Problem, wir hatten den Direwolf 2040 irgendwas gehabt. Und dann hast du Modpacks gehabt, wo zu gewissem. Zum einen hast du können kombinieren mit anderen Modpacks, ja. Und dann ist aber dummerweise beim einen Modpack wieder da, hat wieder da nicht mit dem anderen funktioniert.
Und dann musst du wieder genau schauen, was du wirklich jetzt musst machen, damit es funktioniert. Oder ob du es kombinieren mit einem anderen Modpack, dass du dort schneller kannst herstellen kannst. Aber du trotzdem mit deiner anderen Maschine kannst zum Beispiel brauchen. Und das ist ja so. Ja, es war auch eine Herausforderung gewesen, und ich habe gefunden, ja, ist geil. Am Schluss haben wir jetzt dummerweise die Welt gelöscht. Ja. Dort, wo wir wirklich die Atomkraftwerke hatten, dort, wo wir unsere riesen Mining-Farm hatten. Wenn ich nächstes Mal einfach möchte bauen, wir haben ja nicht letztes Mal einfach auch voll drauf losbauen oder dort und dort drauf losbauen. Was ich gerne mal machen würde, ist, ein 1 zu 1 Building, also sozusagen, wo man das Grundstück von Anfang an plant. Weißt du, wo man ein viereckiges Grundstück macht, man genau weiß, wo welche Maschine, also voll symmetrisch, da würde ich mal bauen. Okay. Also, dass man zum Beispiel genau gegenüber Türen hat, in allen Ecken genau gleich rauf, wo man genau gleich abbaut, also gleich abgraben, wo man die Felder gleich aufbaut, voll symmetrisch. Und dann kann man schon noch mehrere Stöcke auf und ab oder gegen aussen weiter, aber es muss einfach alles komplett symmetrisch sein. Also das würde auch geil aussehen, weißt du, und so sparen, ohne irgendwie, ja, wir bauen dort nochmal ein Teil an oder da oder. Ja, bis jetzt ist alles ein bisschen zusammengewürfelt gewesen. Ja, und jeder hat, ja, das ist selbst ja nicht schlecht, oder meistens machst du das so, jeder baut dort und dort etwas an, aber wenn du wirklich siehst, oh, die arbeiten im Team, dann kannst du so Sachen machen, oder dann weißt du, wow, da ist jemand am Werk, wo zusammen schafft. Okay. Ja, es gibt auch die, wo ja nur aus designermäßig unterwegs sind, aber die haben ja alles, was sagen wir dem schon wieder? Das muss man unendlich bauen, wie sagen wir dem? Kreativmodus. Ja, der Kreativmodus eigentlich drin und so, dass wirklich eigentlich alle Recht haben und so. Die fliegen die nur und bauen mit dem Kreativmodus. Es sieht natürlich brutal aus, was die aufgestellt haben und Weltrekord, was da gibt. Das ist nicht normal, was du kannst anschauen kannst. So etwas, ich glaube, da das Denken von jedem Einzelnen von uns sogar nicht einmal so hoch, dass wir da wieder anbringen, weil die fliegen um und klatschen alles an, ohne dass sie einen Bau, also keine Ahnung, vielleicht haben die neben einen Bauplan am zweiten, dritten Bildschirm, aber da will ich nie anbringen, oder? Aber so symmetrische Sachen aufbauen, das ist halt, weiß jetzt nicht. Da könntest du eigentlich den Weltrekord aufstellen, das größte symmetrische Gebilde oder Minecraft Ding, selbst gibt's glaube ich noch nicht groß. Ja, kannst du schon mal anfangen. Abgesehen davon, dass alles nur grün ist und eine Fläche ist, da wäre ja kein Gebilde. Also es muss schon ein bisschen etwas haben. Also ich meine, da könntest du ja unendlich machen. Weißt du, was ich meine? Also. Ja. Ja. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend.